Ja, hallo. Wir begrüßen euch vom Flüchtlingsrat und von allen anderen, die hier mit uns zusammen das vorbereitet haben. Insbesondere auch Luca und die Eltern von Luca freuen wir uns sehr, dass wir hier sind. Wir sind hier, weil wir gegen die Abschiebungen protestieren wollen, die in der letzten Zeit stattgefunden haben. Noch im Dezember sind Familien nach Serbien abgeschoben worden, in die Kälte, ohne dass sie dort irgendwas haben, wie sie ihr Überleben gestalten und sichern können. Wir sind hier, um gegen diese Abschiebung zu protestieren. Wir sind hier, um gegen alle Abschiebungen zu protestieren. Wir sind gegen Abschiebungen überhaupt und wollen, dass es für alle Flüchtlinge eine Bleibeperspektive gibt. Jetzt ganz konkret sind wir heute hier, weil wir als absolutes Minimum für die nächsten Monate einen Winterabschiebestopp vom Berliner Senat fordern. Andere Bundesländer haben das schon vorgemacht, die gesagt haben, man kann Leute nicht in Kälte zurückschicken, wo sie keine Häuser haben, wo sie keinen Strom und Wasser haben und vor allem auch keine Heizung haben. Diesen Winterabschiebestopp hat das Land Berlin bisher nicht erlassen. Der Innensenat hat sich dazu nicht durchgerungen. Das fordern wir zusammen mit den Oppositionsparteien im Parlament, dass dieser Abschiebestopp sofort erlassen wird. Und natürlich, dass uns auch nur ein Zwischenschritt, wollen wir, dass es eine Lösung gibt für die Roma natürlich vor allem, aber für alle Flüchtlinge, die hier sind, dass sie eine Bleibeperspektive bekommen, neben den ganzen anderen Forderungen, die wir jetzt in den letzten Wochen ja ganz oft in den Flüchtlingen gehört haben, denen wir uns natürlich auch anschließen. Aber ja, soweit erstmal. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Und Vadik, wer kommt jetzt? Machen wir jetzt erstmal Musik und dann gibt es noch von den Flüchtlingen Beiträge und von verschiedenen anderen. Von den Grünen, von der Linken, genau.